1 Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt: Jemand zwingt mich. Und ich möchte gerne mit euch reden da draußen, mit Leuten, die von jemand anderem zu etwas gezwungen werden. Wer von euch muss etwas tun, was er eigentlich gar nicht tun möchte? Aber irgendein anderer Mensch übt so einen Druck auf euch aus, dass ihr sagt, ich kann nicht anders, ich habe Angst vor diesen Menschen, ich muss das tun, obwohl das ganz gegen meine innere Überzeugung ist. Das kann auch in der Vergangenheit liegen, vielleicht habt ihr so etwas mal erlebt. Es kann auch vielleicht im sexuellen Bereich sein, dass jemand mit euch Dinge tut, die ihr eigentlich gar nicht wollt. Ihr sagt nein, ihr sagt innerlich nein, das möchte ich nicht, das ist nicht mein Ding, aber die andere Person zwingt euch dazu, dieses oder jenes zu tun. Das ist unser Thema. Jemand zwingt mich. 0800 220 5050, die Telefonnummer, kostenfrei wie immer, und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Es geht los mit dem 13-jährigen Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Hallo. Warum rufst du mich an, Sebastian, zu dem Thema? Mein Vater ist schon seit Zeit Alkoholiker und er zwingt mich immer, weil wir nicht so viel Geld haben, für den Alkohol zu klauen. Dein Papa zwingt dich, Alkohol zu klauen? Ja, weil er ist schon länger arbeitslos und wir haben halt nicht so viel Geld dafür. Ja, was für ein Alkohol trinkt denn dein Papa denn? Schnaps oder Bier oder was musst du klauen? Ja, eigentlich alles. Da schreibt man immer einen kleinen Zettel, was ich holen soll und dann... Ja, und wo klaust du das dann? In Supermärkten, Rewe und anderen. Ja, und wie oft kommt das vor? Eigentlich fast jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Und wie viel klaust du dann? Wie viele Flaschen? Ein bis zwei meistens. Mhm. Wie lange geht das schon so? Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten? Wie kommt das erst seit 3 Monaten? War das vorher, woher hat er denn vorher seinen Schmerz? Mein Vater, weil er Alkoholiker ist, hat er seinen Beruf verloren. Ach so, da hat er noch Kohle gehabt und die hat er jetzt nicht mehr und er schickt dich dann raus, um die Sachen zu klauen. Lebst du denn alleine mit deinem Vater zusammen? Ja. Und wo ist deine Mama? Meine Mutter ist verstorben. Die ist verstorben. Mhm. Und es gibt keine Geschwister? Nein. Mhm. Jetzt finde ich das ja erstaunlich, du bist 13 Jahre alt, dass du hier nachts in so einer Sendung anrufst und auch so zu so einem Thema. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn du das machen musst? Eigentlich schon schlecht. Ja. Hast du denn früher auch schon mal geklaut, so für dich Sachen? Nee. Nie. Und jetzt klaust du auch nicht Sachen für dich? Nee, weil meine Mutter hat mir immer gelernt, dass Klauen nicht gut ist. Da hat die Mama recht gehabt. Wann ist denn deine Mutter gestorben? Schon vor 2 Jahren, im Autounfall. Ah ja. Mhm. Das war ja auch sehr, sehr schlimm sicher für dich, ne? Und sehr traurig. Mhm. Wenn dein Vater dir das sagt, du sollst das machen, droht der dann auch, wenn du es nicht machst, dann passiert das und das? Ja, wenn ich mal, das schreibt mir immer, wie gesagt, ein Zettel, was ich mitbringen soll, und wenn ich irgendwas nicht mitbringe, dann schlägt er mich. Dann schlägt er dich. Mhm. Das heißt, das ist nicht so ein schönes Leben bei euch zu Hause. Hast du viel Angst auch vor deinem Papa? Ja. Mhm. Wie ist der denn drauf, wenn der so betrunken ist? Er schreit dann immer durch die ganze Wohnung rum. Mhm. Und schlägt er dich denn so auch schon mal, wenn er besoffen ist? Ja, kommt auch schon öfters vor. Ja. Du gehst ja noch zur Schule, ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so Sachen machen muss, wie du sie gerade erzählt hast, dass man da in der Schule auch nicht mehr so gut ist. Ist das so? Ja. Denn eigentlich war ich immer ein ganz guter Schüler, aber jetzt sind meine Noten langsam im Keller. Ja.
Bist du denn schon mal dabei erwischt worden im Supermarkt, wenn du Sachen geklaut hast? Nee, noch nie. Noch nie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du da immer sehr aufgeregt bist. Mhm. Wo tust du denn die Sachen denn hin? Unter dem Pullover oder? Ich bringe immer einen kleinen Rucksack mit. Einen kleinen Rucksack. Und da kommt Schnaps und Bier und sowas rein. Mhm. Wenn du das dann nach Hause bringst, kriegst du denn eine Belohnung von deinem Vater? Nee, da sag ich immer, hab Glück gehabt, dass du es mitgebracht hast. Ach so. Mhm. Hast du deinen Papa trotz allem noch ein bisschen lieb? Ja, ein bisschen, immer noch. Ja. Wie kommt denn das, Sebastian, dass du jetzt, es ist ja schon sehr spät, dass du jetzt noch wach bist? Ich hatte die Sendung auf uns mal geguckt und dann habe ich gehört, das Thema war, jemand findet mich und da habe ich dann sofort daran gedacht. Ja. Du hast gedacht, bleibst du mal auf und unterhältst dich mal mit dem Mann da im Radio, im Fernsehen. Also ich finde das ganz schön schlimm, was dein Papa da mit dir macht. Das, was deine Mutti gesagt hat, war nämlich genau richtig. Das Klauen, man darf nicht klauen. Klauen ist was ganz Schlimmes. Und dass er dich jetzt dafür ausnutzt, du bist ja erst 13 Jahre alt, finde ich schon sehr schlimm. Und er zieht dich ja da richtig mit in so eine Sache rein, die du gar nicht willst, die du gar nicht möchtest. Hast du denn schon mal daran gedacht, das irgendjemandem zu erzählen? Ich meine, jetzt hast du es mir erzählt. Irgendjemand anderem auch zu erzählen? Ich weiß nicht, wem, weil wenn ich das irgendeinem von meinen Verwandten sage, dann sagen die bestimmt, ja, komm, wir gehen zur Polizei, aber wenn ein Vater ist und mitkriegt, dann schlägt er mich bestimmt auch, wenn ich. Mhm. Ich will nicht meinen eigenen Vater anzeigen. Also du hast auch Angst, wenn das rauskommt über dich, dass der Papa dann richtig auf dich losgeht. Ja. Mhm. Mhm. Hast du in der Schule einen Lehrer, den du besonders nett findest? Wir haben auch Vertrauenslehrer, wie wir uns nennen könnten. Ja. War das schon mal so eine Überlegung, dass du, dem könnte ich das ja vielleicht auch erzählen? Nee, noch nicht. Mhm. Also Sebastian, ich finde erstmal super mutig, dass du hier anrufst. Super mutig. Hätte ich mich mit 13 nicht getraut, sage ich dir ehrlich. Ich finde aber auch, dass das so nicht weitergehen kann. Lebst du denn gerne bei deinem Papa oder ist es eigentlich nicht mehr so doll? Na, wenn er mich ja mal so zwingt, dann eigentlich schon weniger. Mhm. Also bist du gar nicht so gerne zu Hause? Mhm. Mhm. Also Sebastian, ich finde, dass man da jetzt was machen muss. Und wir werden jetzt mal im Hintergrund überlegen, wie wir dir helfen. Ich finde, wie gesagt, mutig und toll, dass du hier angerufen hast. Und ich finde, dass du davor geschützt werden musst, dass du sowas machst. Du sollst nicht sowas machen und du sollst auch keine Angst haben müssen. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Ja. Und wir überlegen jetzt mal im Hintergrund. Das heißt, wir können dich ja jetzt gleich wieder anrufen, ne? Du? Ja. Ist dein Papa denn jetzt zu Hause auch? Ja, der ist aber am Schlafen. Der ist am Schlafen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal klingeln, das Telefon, das ist okay. Der wird davon nicht wach. Ja. So, dann machen wir das nämlich so, denn jetzt gleich, wenn wir beide fertig sind, dann legst du auf und ganz kurz danach wirst du von einer sehr freundlichen Frau angerufen. Die heißt Anja. Das ist hier meine Psychologin im Hintergrund. Die hat jetzt auch alles schon mitgehört. Und dann werden wir im Hintergrund gemeinsam überlegen, wie wir dir helfen. Und ich verspreche dir, wir werden auch was finden. Denn das geht ja nicht so weiter. Mhm. Irgendwann erwischt man dich und dann musst du auch noch dafür gerade stehen. Ne? Mhm. Aber du bist ein toller Kerl, dass du das so von dir aus auch sagst, dass du das nicht in Ordnung findest. Mhm. Finde ich super. Sebastian, jetzt legst du auf und wir rufen gleich wieder an, okay? Ja. Und es wird schon werden, wir schaffen es schon, okay? Mhm. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Du legst auf, wir rufen gleich an. Mhm. Tschüss. Ja. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, jemand zwingt mich. Und jetzt haben wir gerade aber auch ein sehr trauriges und richtiges Beispiel dafür gehört, was das bedeutet. Wer von euch wird zu etwas gezwungen von einer anderen Person? Wer von euch macht etwas, was er eigentlich gar nicht machen möchte, was gegen euer Gewissen ist,
aber ihr habt Angst vor der anderen Person, so wie Sebastian das gerade erzählt hat. Oder ihr habt vielleicht auch, seid nicht stark genug, euch gegen die Person aufzulehnen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, vielleicht auch aus eurer Vergangenheit, wenn ihr mal in einer solchen Lage wart und könnt mir auch erzählen, wie ihr euch daraus befreit habt, ist ja auch sehr interessant, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Harald ist hier. Harald ist 43 Jahre alt. Hallo Harald. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wer zwingt dich denn? Ja. Zu was? Ich war in einem Kloster und ich bin ein religiöser Mensch und ich wollte eben dort schauen, ob überhaupt dieser Weg was für mich ist. Und ich wurde dann von meinem Oberen bedrängt. Also Moment, du warst nicht mal nur mal zu Besuch im Kloster, sondern du wolltest Mönch werden. Ich war 4 Jahre im Kloster. Du warst 4 Jahre im Kloster. Ja. Wie alt warst du da? 37. Also ist noch gar nicht so lange her. Nee. Und das war alles ganz toll am Anfang auch. Lass mich kurz noch fragen, bevor du dann zu dem Eigentlichen kommst. Wie kam es dazu, dass du dich im Alter von 37 Jahren dazu entschieden hast, ins Kloster gehen zu wollen? Ja gut, ich war schon immer ein religiöser Mensch. Wir kommen hier von einer ländlichen Gegend und war schon immer geprägt von diesem Sakralen und was eben dazugehört. Und ich habe vorher auch keine, ich bin eben schwul und habe eben auch keine Ambitionen gehabt, irgendwie das auszuleben. Ja. Und habe gedacht, meine Geschwister sind normal, in Anführungsstrichen. Und was ist da, was dich so fasziniert an diesem Sakralen? Und du bist eben berufen für diesen Stand. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich war in der Möbelbranche. In der Möbelbranche. Ja. So, und dann bist du im Alter von 37 Jahren in dieses Kloster eingetreten. Ja. Und was ist jetzt da genau passiert? Ja gut, und ich musste ja erst ein Jahr vorher, bevor meinem Eintritt, zu regelmäßigen Besuchen dorthin kommen. Ach so, so ist das. Um den Orden kennenzulernen. Und dann musste ich meinen Job kündigen. Ja, und dann hieß es dann, es war nach Karneval, jetzt ist der Eintritt da. Und dann macht man ja erst eine Probezeit, dass man dann 6 Monate als Postulant dort ist. Und nach den 6 Monaten wird man dann eingekleidet zum Novizen. Ja. Und dann nach 2 Jahren die zeitliche Gelübde und nach weiteren 3 Jahren die ewige Gelübde. Also ein sehr aufwendiger Prozess. Ja. Wie ist denn das eigentlich so, das Finanzielle? Du hast deinen Job hast du gekündigt. Ja. Wie kommt man an, man braucht da so ein bisschen Geld, braucht man doch. Ja gut, im Kloster, da braucht man ja nichts. Du brauchst gar kein Geld. Wie ist es aber mit Versicherung, zum Beispiel eine Krankenversicherung? Die kostet ja, das übernimmt ja dann das Kloster. Das übernimmt das Kloster, ach so. Ja. Das heißt, für sowas sorgt das Kloster? Da sorgt das Kloster. Kleingeld braucht man im Kloster nicht? Nein. Weil da ist alles da? Ja. Und wenn eben mal Urlaub ansteht, dann... Man hat ja auch 3 Wochen im Jahr Urlaub, dann fährt man meistens nach Hause, dann bekommst du auch dein Taschengeld mit. Oder wenn du mal eine Jeans brauchst oder sonst was, das ist keine Frage, das bezahlt das Kloster. Ah ja. Man muss also nicht Geld mitbringen in das Kloster, um dort... So, jetzt erzähl, was dann, du hast gerade am Anfang... Und dann, man sucht ja, also ich habe Gott gesucht und... habe ihn da nicht gefunden, weil ich, wie soll ich das sagen, am Anfang ist ja viel Neues um einen rund herum und man sucht und man betet viel und man kommt mit sich ins Reine, man überdenkt, ja, und dann eben derjenige, der dir unterstellt, also der über dir steht, der dich unterweisen soll, der dir dann näher ist. Und der ist dann bei dir zudringlich geworden und hat dich zu sexuellen Handlungen gezwungen? Ja. Ja, wirklich, zu sexuellen Handlungen gezwungen? Also er kam öfters abends, dann sind ja die Gebetszeiten, und dann abends kam er dann aufs Zimmer, dass wir dann noch eine Flasche Wein sollten trinken. Das darf man als Mönch abends dann in der Zelle einen Wein trinken?
wenn dann eben dieses um 7:45 war dieses Nachtgebet, ja. Und dann zieht sich jeder in seine Zelle zurück und dann ist eben auch erlaubt, dass man sich noch zusammensetzt und man diskutiert oder man redet oder man trinkt ein oder irgendwie. Also so, jetzt hattest du ein eigenes Zimmer, eine eigene Zelle. Jeder hat eine eigene Zelle. Und dann kam dann dieser der Vorgesetzte von dir, der über dir stehende. Ja, genau. Wie alt war der damals? Der war höchstens 10 Jahre älter wie ich. So, und das wurde das erste Tabu gebrochen? Ja gut, man sitzt dann zusammen, man unterhält sich, man trinkt dann was und dann kam die Annäherung. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt mit dir? Mhm. Und ich habe schon immer von mir geahnt, dass ich eben schwul bin, aber ich wollte das eben nicht, weil ich eben was anderes gesucht habe. Ach so, du hast das früher in deinem früheren Leben auch nicht ausgelebt. Das war wenn im Kopf. Nein. Jetzt hat dieser Mann, jetzt lass es uns richtig klar aussprechen, er hat dich zum Sex gezwungen. Ja. Was hat er für einen Sex mit dir praktiziert? Ja gut, am Anfang war es eben nur mal so anfassen und so. Mhm. Und naja, haben wir eben auch zusammen geschlafen. Und das hat mich dann morgens, mussten wir dann um 4:30 wieder aufstehen zum Chorgebet. Ja. Und dann so vis-à-vis sitzt er als Chef quasi. Und ich kam mir so schlecht vor und missbraucht und gebraucht. Also es gab Analverkehr zwischen euch beiden? Auch, ja. Hast du dich denn anfänglich gewehrt dagegen? Nee, ich war gar nicht in der Lage. Warum? Du hättest doch sagen können, nee, das möchte ich nicht. Ja, dann hätte ich schlechte Karten gehabt, dann hätte ich das Kloster können direkt verlassen. Aber du hast es jetzt auch verlassen? Ja, nach einer Zeit, wo ich dann für mich erfahren habe, so kannst du nicht weiterleben. Mhm. Also in dieser Lüge? Ja. Das ist ja... war schon eine Lüge. Ja, das war eine elementare Lüge. Wenn man sich dafür entscheidet, in ein Kloster einzutreten, dann entscheidet man sich... gegen Sexualität auch und gegen diese Art der sinnlichen Genüsse. Und das war eben der Punkt für mich, wo ich gedacht habe, du lebst den Leuten in einer Kutte was vor und predigst was vor, was selber nicht gehalten wird. War das denn ein Einzelfall? Oder hast du andere Sachen auch beobachtet im Kloster, wo die Mönche miteinander was hatten? Ja. Ja. Und das war so schlimm. Also ist unser Bild von dem heiligen, reinen Kloster... Ja. Oftmals falsch, drückt man so aus. In der Zeit habe ich ca. 10 Kilo abgenommen und ich war also so fertig und zu meiner Hausärztin ein ganz liebes, enges Vertrauen und ich war noch in dem Orden drin und dann bin ich nach Oberstdorf zu einer Psychotherapie und war noch Ordensmitglied und war 3 Monate in Oberstdorf in einer psychosomatischen Klinik, wo dieses Mal auseinandergesprochen wurde. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, das Kloster zu verlassen. Diese sexuellen Aktionen zwischen dir und dem dir vorgesetzten Mönch, oder wie nennt man das? Mönch, nicht? Ja. Ja. Ja, ja. Wie lange lief das? Ich war also 4 Jahre in dem Kloster. Und das lief die ganzen 4 Jahre lang? Ja. Also bis 3 Jahre. Hat es dir währenddessen auch mal Spaß gemacht? Oder hast du immer? Nein. Nein. Lebst du heute mit Spaß deine Sexualität? Ich bin jetzt seit im 5. Jahr mit einem festen Freund zusammen. Und würde das, was damals passiert ist, würdest du das fast unter dem Begriff Vergewaltigung? Nee, das ist zu krass ausgedrückt. Das ist zu krass. Hat der Mann dir gedroht, wenn du dich wehrst, dann, oder wenn du das nicht mitmachst? Nee, gedroht nicht, aber man war unter einem psychologischen Druck. Und das war, wie gesagt, so schlimm. Dass ich schon so weit war, als ich im Klostergarten spazieren ging und ein Mitbruder wie im Wahn, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, hatte ich eben ein Seil bei mir und dass ich mich hätte wollen aufhängen. Also aber mittlerweile ist das so okay. Ich habe auch nach der Zeit bei der Kirche gearbeitet und war fest angestellt, bis ich dann meinen Freund kennenlernte. Und das wurde dann eben,
der Pastor, den ich dann als Dienst hatte, der war dann auch eifersüchtig auf mich, dass ich dann gesagt habe und war auch dann mittlerweile vor Gericht mit ihm und dass ich das dann ganz niedergelegt habe mit der Kirche. Und bist jetzt ein freier Mann. Bin jetzt ein freier Mann und lebe jetzt meine Beziehung. Mensch, dann hast du aber Sachen hinter dir. Aber das ist ja fast wie ein Spielfilm, was du gerade erzählt hast. Man könnte eigentlich einen Film drüber machen. Bereust du jetzt so im Nachhinein, dass du dich gegen diesen Mönch nicht gewehrt hast? Ich will nur dazu sagen, dass ich heute noch meine Religiosität auslebe, teile noch in einem Nachbarkloster die Kommunion aus und lebe noch mein Christsein. Das ist auch richtig so. Und gehe noch in meine Kirche. Ja. Aber nur dieses Enge würde ich niemals mehr tun. Ja, aber das war nicht die Antwort auf meine Frage. Das finde ich gut, dass du es so gesagt hast. Aber ich wiederhole nochmal die Frage. Bereust du im Nachhinein, dass du nicht Nein gesagt hast? Diesem Mitbruder, der dir überstellt war, dem gegenüber. Wie soll ich das sagen? Nein gesagt habe. Es war auch nicht, jetzt bin ich latent schwul und lebt das offen. Auch in der Gemeinde weiß das jeder, trotz meines Christseins. Mhm. Aber damals war es eben noch anders. Und ich würde sagen, das war auch nicht mein Typ. Vom heutigen Denken her, das war mir zuwider. Ja, und wie ich das jetzt so verstanden habe, auch hattest du auch dann nicht die Kraft, dich dagegen aufzulehnen. Nee. In der Zeit nicht. Nein. Heute wäre es wahrscheinlich auch alles anders mit den gemachten Erfahrungen, aber damals war es... Ich habe ja damals was ganz anderes gesucht. Mhm. Und ich war schon tief enttäuscht über meine Kirche. Man geht mit Idealen dahin und denkt jetzt, du brichst alles ab, Elternhaus, Geschwister und Beruf und suchst da was du bisher nicht gefunden hast. Ja. Heißt das, dass dein Respekt generell dem Mönchstum gegenüber dadurch kaputt ist? Oder? Nein. Nein, das nicht. Ich habe also noch sehr viele Freunde. Also es gibt da auch welche, es gibt auch durchaus sehr ehrenwerte und seriöse Mönche, die das auch sehr ernst meinen und das auch sehr ernst leben, was sie sagen. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Es waren also viele, die gesagt haben, wenn das dazu kam, du musst das dem Abt melden, dass der von der Stelle wegkommt. Weil er hatte die Verantwortung, in Anführungsstrichen, meinen Nachfolgern, die er in den Fittichen hat. Und denen passiert das ja eventuell genauso. Aber ich habe gesagt, ich kann das nicht. Das heißt, dieser Mann ist jetzt immer noch da und er... Ja, ich habe ja noch Connection dazu, Freunde, Mitbrüder, die mich informieren, was da läuft. Und habe heute noch den Schlüssel, habe heute noch Sachen da stehen. Und der Abt, der weiß bis heute nichts davon. Und der sagt, Harald, du hast bis heute noch Sachen da stehen, den Schlüssel nicht abgegeben. Und solange du den Schlüssel nicht abgibst, bist du immer noch mit einem Fuß hier. Das finde ich so, ich finde das so interessant, mit dir zu sprechen, Harald. Es gibt da noch ganz viele Aspekte. Nur gucke ich gerade auf unsere Uhr und wir reden schon für unsere Verhältnisse hier in dieser Sendung sehr lang. Das ist ja auch eine komplizierte und lange Geschichte. Ja. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du hier gesprochen hast. Und ich sehe das öfters, auch wenn ich halt nicht immer zugucken kann, weil morgens wieder früh Dienst. Ja, das ist dann... Hat es mich interessiert. Ja, und das passt ja nun wirklich auch zum Thema. Ich danke dir von ganzem Herzen für den Anruf und wünsche dir und deinem Freund alles Gute, Harald. Domian, ein Autogramm. Ja, Chris, du legst bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay. Vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Dir alles Gute. Danke sehr. Tschüss. Unser Thema heißt... Jemand zwingt mich. Wer von euch wird von einem Menschen zu etwas gezwungen, was ihr gar nicht wollt? Mit diesen Leuten möchte ich gerne sprechen. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Hier ist Mario und Mario ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Mario. Hallo. Ja, hallo Mario. Wer zwingt dich zu was? Und zwar ist das so, ich habe... vor 2-3 Jahren circa habe ich einen Gigolo gemacht. Wo bist du? Es ist so laut im Hintergrund. Was? Ja, ich bin ja am Fahren. Ich habe gerade... Entschuldigung. Moment. Ja. Vielleicht. Okay. Und ich habe vor 2-3 Jahren einen Gigolo gemacht. Also Gigolo gearbeitet? Gearbeitet, genau. Also Gigolo heißt, dass du als männliche Prostituierte gearbeitet hast quasi. Genau. Ja. Ich habe für Geld mit Frauen geschlafen. Ja.
So, und eines Tages, ich hatte auch eine Annonce halt in der Zeitung. Mhm. Und eines Tages halt hat sich auch ganz normal wie immer eine Frau halt gemeldet. Und bin ich auch dann hingefahren, ganz normal, wie das halt üblich war. Und dann, als ich vor der Tür stand, war das halt eine Freundin von meiner Mutter. Mhm. Ja, und als sie die Tür auch öffnete und ich dann da stand, war ich erstmal total geschockt. Mhm. Und sie sagte dann, also ich guckte dann, ich sagte dann nur, oh, ich glaube, ich bin ja falsch. Und sie guckte mich dann an und sagte dann, hat dann ihr Handy genommen, hat dann auch direkt auf diese Nummer nochmal angerufen. Ja, dann klingelte auch mein Handy, mhm. das ich mit hatte. Und dann sagte die, nee, du bist hier schon richtig. Und dann sagte die, komm mal rein. Ja, dann bin ich auch rein. War die denn nicht auch erstaunt, dich zu sehen, oder wusste die Bescheid? Also sie war, also normal, sie war jetzt nicht irgendwie geschockt oder dass sie jetzt total überrascht war, also sie hat eigentlich ganz normal darauf reagiert. Ist ja komisch, wenn, also die Freundin der Mutter, das heißt, die kennt dich schon lange? Ja. Da muss man, und die ruft einen Gigolo an und da steht plötzlich dann der Sohn von der besten Freundin vor der Tür. Ja. Ist doch eigentlich kurios, da müsste die doch völlig zusammenzucken, ne? Da habe ich ja auch mit gerechnet. Ja, und dann, was passierte dann weiter? Ja, dann bin ich auch rein. Und dann habe ich dann auch halt geschlafen mit ihr für Geld. Mhm. Ja, und das war dann eigentlich für mich, habe ich gesagt, okay, das eine Mal mit ihr und dann sollte ich nochmal anrufen, auf keinen Fall mehr, weil ich habe auch dann mich irgendwo geschämt, hatte auch dann ein Schamgefühl plötzlich dann, weil es halt jemand war, den man kennt, ne? Also es ging auch dann so ganz einfach, dass ihr dann miteinander geschlafen habt. Sie wollte das dann auch. Ja, richtig. Richtig. Also das klingt mir so, als hätte die auf jeden Fall irgendwie Wind vorher schon davon gehabt, dass du sowas machst. Sonst redet man doch, dann sagt man doch, wie du, was, du machst sowas? Also es war doch ganz geheim, so habe ich es verstanden, ne? Deine Mutter wusste nichts davon, was du machst. Meine Mutter? Ja, die wusste nichts. Nee, um Gottes Willen. Das heißt, das wusste sonst auch kaum jemand in deinem Umfeld? Mein bester Freund. Ja, okay, klar, ja. Also mich wundert erstmal, dass die Frau nicht diskutiert hat und gefragt hat, sondern gleich mit dir dann in die Kiste gegangen ist. Nee, sie hat auch nicht groß gefragt, ach, seit wann machst du das überhaupt nicht? Solche Fragen kamen überhaupt nicht. Das hat mich auch dann, ich habe auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich war einfach nur geschockt auch. Ich habe mir gedacht, Wie gut war denn eigentlich die Freundschaft zwischen deiner Mutter und ihr? Und wie lange gab es diese Freundschaft schon? Sehr gut. Sehr gut und sehr lange auch? Ja, jetzt mittlerweile, ich sag 10 Jahre, 12 Jahre. Ja. Okay, so, dann ist es einmal passiert und dann? Ja, dann rief sie mich wieder an und sagte, ja, hör mal, ich bin alleine zu Hause, kommst du nicht vorbei? Mhm. Und ich sagte dann, nee, das ist jetzt nur diese einmalige Sache gewesen und da wird nichts mehr passieren. Dann sagte sie, wenn du nicht kommst, werde ich es deinen Eltern erzählen. Ja. Daraufhin bin ich dann wieder zu ihr hin. Hab dann gesagt, nur noch das eine Mal, aber danach auf keinen Fall mehr. Und sie droht mir halt damit, wenn sie das meinen Eltern sagen würde, meine Eltern, die würden mich verstoßen. Die würden mich nicht mehr als Kind akzeptieren. Das wäre für sie das Schlimmste. Ihr Sohn hat mit Geld mit Frauen geschlafen, also viel Geld. Ja. Wie ging die Geschichte weiter? Ja, es ist, dass ich dann ein bis zweimal die Woche, das ist bis heute noch so. Es ist bis heute noch so? Das ist bis heute noch so, dass ich, dass sie anruft und ich dann praktisch auf Abruf. Ja, das geht dann jetzt, wie viele Jahre schon? 2-3 Jahre. Und du arbeitest auch erst seit 2-3 Jahren als Gigolo? So hast du ungefähr, genau. Also das war eigentlich, ich habe angefangen und... ja, so hast du es gerade am Anfang gesagt, 2-3 Jahre ungefähr. Ja, ich habe angefangen und kurz nach ein paar Monaten ist diese Geschichte passiert. Aber da musst du doch mittlerweile einen Hass auf die Frau haben. Das ist ja eine Erpressung, was sie mit dir macht. Und ich habe ja, also ich kann das Risiko nicht eingehen, dass ich es meinen Eltern sage. Ich weiß ja nicht, was... Also, was machst du denn offiziell in deinem Leben? Was? Ich arbeite ganz normal in einer Firma. In einer Firma oder bei deinem? In einer Firma. In einer Fabrik. Ja, und dieses ist so, das machst du für dich so nebenbei? Ja, genau. Also ich mach's nicht mehr, Gigolo. Also in der Fabrik arbeite ich ganz normal, wie jeder andere auch. Halt nur mit Gigolo, ich wollte mir dann noch ein paar Euro noch nebenbei verdienen und
Ach so, du arbeitest quasi jetzt nur noch für diese Freundin deiner Mutter, oder wie? Nee. Also ich arbeite ganz normal in einer Fabrik. Ja, und nebenher. 8 Stunden. Und nebenher. Ja, aber also ich krieg kein Geld mehr von ihr. Ach so, du kriegst auch nicht mehr Geld mehr von ihr? Nee. Ach so, aber du arbeitest auch noch als Gigolo für andere Frauen? Nicht mehr. Auch nicht mehr, so, ja, da habe ich. Also das heißt, du machst es quasi nur noch mit dieser Frau. Richtig. Und das auch noch aus Erpresse, aufgrund von Erpressung. Genau, richtig. Das heißt, du musst die immer sexuell bedienen, kriegst nicht mal mehr Kohle. Ja. Und sie hat dich in der Hand, weil sie das deinen Eltern erzählen könnte. Richtig, richtig. Aber da musst du doch einen mega Hals haben auf die Frau. Es ist, wenn ich diese Frau sehe, das ist mehr als, ich war auch mal kurz davor, als sie am Schlafen war, sie umzubringen, aber. Naja. Ja, das, so weit darf sie nun nicht kommen. Wie oft bedienst du denn die Dame? Einmal die Woche ist es fast auf jeden Fall. Mhm. Zweimal kommt drauf an, ich kann meistens dann noch immer noch sagen, nee, ich bin wegen der Arbeit und so, aber einmal muss auf jeden Fall in der Woche drin sein. Wenn du mit so einer Wut und mit so einem Hass dahin gehst, kriegst du da überhaupt einen hoch bei der? Es ist schwer. Aber du kriegst es noch, was mich auch wundert. Ja, mit, also hat man auch Viagra, ne? Ach so. Sonst ging das nicht mehr. Es ist ja keine Lust da, wo ich sage, es war ja vorher, wenn ich mit Frauen geschlafen habe mit Geld, es war ja auch irgendwo noch eine Lust da. Es war ja nicht nur so einfach nur auf Kommando, es war ja auch irgendwie eine Lust. Mhm. Warum hast du. Ja, bitte? Ja, bitte. Warum hast du die andere Gigolo-Arbeit aufgehört? Weil ich das nicht mehr konnte. Ich konnte es nicht mehr. Warum konntest du es nicht mehr? Aus Angst auch irgendwie, dass das dann noch mehr Leute plötzlich rauskriegen. Oh. Aus irgendwie. Ja. Ich habe jetzt auch, also eine Freundin habe ich, bin jetzt mit der jetzt über ein halbes Jahr zusammen und mit der ist im Bett auch gar nichts. Also da ist tote Hose. Weil? Ich mit dem Gedanken irgendwie immer an, also es ist ein Ekel. Mhm. Irgendwie, nicht meine Freundin ekelt mich an, aber der Sex. Der Sex ist es. Wie kamst du denn überhaupt damals vor 2, 3 Jahren auf die Idee, das zu machen? Das ist ja nur auch eine ungewöhnliche Überlegung und das dann auch durchzuziehen. Wie kam die Idee? Es war ein Freund, der es gemacht hat und der hat, also ich muss sagen, hat gut nebenbei mit verdient und dann sagte, hör mal, Mario, du siehst ja nicht schlecht aus und du könntest das auch machen. Anfangs habe ich mir gedacht, ach, komm, probier's halt mal, ob da was passiert oder nicht. Ja, und dann hat mich auch wirklich tatsächlich Frauen gemeldet. Es lief auch ganz gut bis halt zu diesem Tag. Wie viel Geld hast du damals genommen, wenn du bei einer Frau warst? 150. 150 Euro. Mhm. Für wie lange dauerte das dann? Halbe Stunde, Stunde? Stunde ungefähr. Es wollte aber auch nicht jede Frau nur Sex. Es waren noch manche dabei, die wollten einfach nur kuscheln, die wollten jemanden haben. So, Mario, jetzt aber zurück zu der Hauptgeschichte. Weißt du, ich sage jetzt etwas, wo du gleich sagen wirst, nein, auf keinen Fall. Ich glaube, wenn man in einer solchen Situation so erpresst wird, wenn einem das auch noch so schwer fällt, ist die einzige Rettung, die man hat, ist die Flucht nach vorne. Was würde passieren, wenn du es deinen Eltern sagst, wenn du es sagst? Meine Eltern, die würden mich verstoßen. Sagst du mit hundertprozentiger Sicherheit? Mit 1000, meine Eltern, das sind Moslems. Also ich bin Moslem, es geht nicht. Dann ist die Situation ja fast ausweglos. Sonst hätte ich es gesagt, einmal in den absolut sauren Apfel beißen und sagen, okay, ich habe Mist gebaut, ich stehe dazu, aber so war's. Und du hast die Frau von der Backe. Aber wenn du so hundertprozentig sagst, die verstoßen mich, und du willst nicht von deinen Eltern verstoßen werden. Das ist das, ja. Weißt du, wenn du in so eine Zwickmühle geraten bist, besteht natürlich die Gefahr, dass du irgendwann mal eine ganz gravierende Dummheit machst. Du hast es gerade schon angedeutet, dass du die umbringen willst. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, was passieren könnte, wo du dir und auch deiner Familie, deinen Eltern so einen Schaden zufügst, der nie wieder gut zu machen ist. Verstehst du? Ja. Also überlegt man sich, was ist das kleinere Übel? Wie ist die denn drauf? Hast du den Eindruck, dass die das jetzt endlos weitermacht?
ich weiß, ich rede ja gar nicht mit ihr oder so. Also ich will einfach kein Gespräch, ich will es einfach nur hinter mir bringen. Wie alt ist sie? Bitte? Wie alt ist sie eigentlich? 38. 38. Ist sie allein oder hat sie auch Familie? Sie ist geschieden. Mhm. Sie ist geschieden. Mario, also es gibt nur entweder diesen einen Weg, du gehst weiter, machst weiter diesen Horror, der zum Kotzen ist, finde ich. Oder du wagst den anderen Schritt und sprichst Klartext mit deinen Eltern. Ich würde das Letzte machen, selbst auf die ganz große Gefahr hin, dass eine Katastrophe zu Hause ausbricht, aber die wird sich irgendwann legen. Bist du so ins Aus manövriert im Moment, das ist doch die Hölle, was du da machst. Sie nutzt es ja aus, weil sie ja weiß, dass sie Moslems sind. Sie weiß es ja. Ja, umso perfider ist das ja. Umso schlimmer, dass sie das so macht. Deswegen müsstest du eigentlich volle Kanne dagegen steuern und sagen, pass mal auf, Mädchen, mit mir nicht. Es ist alles, ich habe alles auf den Tisch gelegt und jetzt tschüss und für immer. Das wäre die richtige Verhaltensweise. Ich weiß, wie soll ich das denn sagen? Wie soll ich das meinen Eltern sagen? Soll ich indem du denen das so erzählst, wie du es mir gerade erzählt hast. Ich weiß. Müssen wir nicht drüber reden. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist so ein Horror, den du da mitmachst. Der auch Schaden, der wirkt sich ja auch auf deine Beziehung aus, glaube ich. Wie du es gerade auch beschrieben hast. Mario, ich kann leider weiter dazu nichts sagen. Ich habe dir das so aufgezeigt und habe dir gesagt, was ich machen würde. Wohl wissend, wie schwer das ist. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ja. Mail mir doch mal, zu was du dich entschieden hast. Würde mich sehr interessieren. Ja? Ja. Dann beenden wir es jetzt mal und ich wünsche dir alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss, Mario. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema, jemand zwingt mich. Wer von euch wird von einer anderen Person zu etwas gezwungen, was ihr eigentlich gar nicht wollt, was gegen euer Gefühl ist, gegen euer Gewissen ist, aber ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Aus welchen Gründen auch immer. Wir haben ja gerade schon zahlreiche Gründe gehört. Das kann ja auch in der Vergangenheit vorgefallen sein. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer oder unter der E-Mail-Adresse. Hier ist Sandra und Sandra ist 24 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo Domian. Sandra, wer zwingt dich? Also bei mir ist es so, dass es in meiner Vergangenheit jemand gab, der mich 10 Jahre lang gezwungen hat, mit ihm sexuelle Sachen zu machen. Das war mein Opa und der war pädophil und der hat, also solange ich zurückdenken kann, also so von 3, 4 an, nehme ich an, bis 13 mich missbraucht und perverse Sachen mit mir gemacht. Und von 3 bis 13, also deine ganze Kindheit? Meine ganze Kindheit, ja. Hat dein Opa sexuelle Handlungen an und mit dir vollzogen? Genau. Hat er auch mit dir geschlafen? Ja. Das auch? Ja, mehrmals. Bitte? Mehrmals. Also eigentlich, ich musste halt immer, meine Eltern waren halt berufstätig, die hatten ein eigenes Geschäft und waren Vollzeit immer in diesem Geschäft, weil wir wenig Geld hatten und viele Schulden, weil mein Vater ein Spieler war. Und dann haben sie mich immer zum Wochenende zu Oma und Opa geschickt. Da musste ich dann halt übernachten und in der Woche auch manchmal. Gab es auch eine Oma? Ja, die gab es auch. Die wurde immer in die Küche gesperrt, damit sie nichts mitkriegt. Sie wusste von allem. Die wusste von allem? Ja. Die wusste das? Die hat immer in der Küche geweint, als sie das mit mir gemacht hat. Und die Oma hat nichts gesagt? Die hat dich nicht geschützt? Nein, die mein Opa, der hatte alle voll unter Kontrolle. Das war ein deutscher, sehr arischer Mann, der halt auch den Krieg mitgemacht hat. Und da hatten irgendwie alle Respekt vor. Der hat auch gesagt, wenn ich irgendwem was sage, bringt der alle um. Also mein Bruder und meine Eltern. Und ja. Also nicht alle, die den Krieg mitgemacht haben, sind so. Ja. Ne? Du, wollen wir es nicht missverstehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, was für ein Typ das war, wie du es gerade erzählt hast. Haben denn deine Eltern irgendwas gewittert, dass was nicht stimmt mit dir? Also ich habe einmal, als ich mit meinem Papa Fernsehen geguckt habe, da ist er mir so beim Oberschenkel gerieben und da habe ich ihm gesagt, nein, lass das macht Opa auch immer. Und dann
hat er gesagt, wie, das macht Opa auch immer. Und dann habe ich halt direkt nichts mehr gesagt, weil ich ganz doll Angst hatte, dass dann halt irgendwas passiert. Aber da hätte er hellhörig werden müssen. Ja, das denke ich jetzt im Nachhinein auch. Aber jetzt bin ich erwachsen und jetzt haben sich auch einige Sachen geändert und ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Aber in der Situation, wir hatten einfach wirklich kein Geld und ich habe auch immer gedacht, ich wollte meine Familie halt schützen, auch wenn ich ein Kind war. Aber ich hatte halt echt... Gab es noch Geschwister, die auch bei dem Opa waren? Ja, mein Bruder. Hat das mit dem auch gemacht? Nein. Nein? Nein, mein Bruder hat es auch nicht mitgekriegt. Ist der älter oder jünger? Der ist älter. Der ist älter. Ja. Von ungefähr 3 bis 13, sagst du. Ja. Warum hörte es dann mit 13 auf? Ich war nicht mehr interessant. Ich habe ja dann Brust gekriegt und... Ach so. Weil er ausschließlich auf Kinder stand. Ja. Ich musste ihn auch mit meinen Barbie-Cam kämmen und er hat mich auch mit einem Messer an den Oberschenkeln geritzt. Hat er dir auch gedroht, wenn du irgendwas sagen würdest, dass er dann irgendwas macht? Nein, also er hat halt nur damit gedroht, dass er dann halt wirklich meine Familie umbringt und mir das Leben zur Hölle macht. Aber er hatte mich total unter Kontrolle. Naja, das ist ja schon eine massive Drohung, ne? Wenn man einem Kind sagt, ich bringe deine Mama und deinen Papa und deinen Bruder um, ist das ja schon das Schlimmste, was man einem Kind androhen kann. Ja. Lebt der Opa noch? Nein, der ist vor 3 Jahren gestorben. Hast du irgendwann gesprochen? Ja, also das erste Mal, dass ich drüber gesprochen habe, war ich 13, da habe ich mit meiner Mutter in der Küche gespült und sie hat irgendwie auf irgendeinem Zusammenhang gesagt, ja Sonja, Sandra, du hast ja auch eine schöne Kindheit. Und dann habe ich gesagt, hatte ich absolut nicht, bin da zusammengebrochen und dann habe ich halt alles ausgepackt. Und hat deine Mutter dir gleich geglaubt? Ja, meine Mutter hat mir geglaubt, weil er auch schon mal angefasst. Ach so, war das Ihr Vater oder Schwiegervater? Nein, von meinem Papa, der Vater. So, dann ist es mit 13 Jahren auch ausgesprochen worden. Ist der Mann dann angezeigt worden, dein Opa? Nein, weil die Leute gesagt haben, also die Anwältin, die wir eingeschaltet haben, das wäre verjährt, man würde das nicht mehr nachweisen können. Aber es war doch gerade eben erst passiert, wenn du... Ja, aber im letzten Jahr, also so von 10, 11 an, hat er mich nicht mehr missbraucht. Da hat er mich halt nur noch betatscht oder hat halt mich gezwungen, mit der Hand ihm was so Sachen zu machen. Ich glaube, dass ihr da sehr falsch beraten wart. Das glaube ich. Ja, und ich war halt auch nicht wirklich in der Lage, zu dem Zeitpunkt so drüber zu reden, wie ich jetzt halt mit dir gerade drüber rede. Mhm. Also ich habe dann nur gestottert und ich war total das gestörte Kind. Das heißt, deine Eltern haben auch die Polizei eingeschaltet oder sind erst zum Anwalt gegangen? Gar nichts. Also meine Eltern haben die Polizei nicht eingeschaltet und die Anwältin, die habe ich halt durch meinen Bruder. Der kannte die und das haben wir dann so zu dritt einfach gemacht, ohne dass meine Mutter und mein Vater davon mitkriegen. Ach so. Warum haben denn deine Eltern nicht den Schritt zu den Behörden unternommen? Ja, das weiß ich nicht. Denn das wäre doch eigentlich ganz naheliegend, wenn meinem Kind so etwas angetan wurde. Dann ist es egal, ob das der Schwiegervater oder Vater ist, dann... Ich glaube, ich konnte zu dem Zeitpunkt einfach nicht drüber reden und ich habe ihnen halt auch immer gesagt, meine Mutter, da habe ich immer gesagt, ich will nicht da drüber reden und so. Mhm. Und ich hätte halt da immer drüber reden müssen und alles auspacken müssen und den nochmal sehen müssen, vor allen Dingen vor Gericht und so. Hat denn dein Vater seinen Vater wenigstens mal zur Rede gestellt? Ja, der ist dann dahin gefahren und hat ihn, glaube ich, auch irgendwie... Also hat ihn irgendwie geschubst oder geschlagen oder so und klar hat ihn da irgendwie zur Rede gestellt, aber ich weiß nicht, aber manchmal denke ich auch, vielleicht ist es meinem Vater als Kind auch passiert, weil er hat halt wirklich auch, trotz dass mein Opa halt alt war und schon auch etwas schwächer dann später, total Respekt gehabt vor ihm. Ist denn dann die Verbindung völlig abgebrochen zwischen eurer Familie und... Auch zu meinem Vater. Ich habe auch gar keinen Kontakt mit meinem Vater. Ich meine, damals, ist der sofort abgebrochen, der Kontakt zu Oma und Opa? Ja, klar. Und also meine Mutter hat sich da voll für eingesetzt, dass ich ihn nicht mehr wiedersehen muss. Ja. Und heute hast du keinen Kontakt zu deinem Vater mehr? Nein, auch nicht mehr. Warum? Zu meiner Mutter wohl, aber zu meinem Vater nicht mehr. Warum nicht zu deinem Vater? Weil mein Vater sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und ich immer angerufen habe und mich um ihn kümmere. Ach so, aber es hat direkt nichts mit der Sache zu tun. Das hat mit der Geschichte jetzt nicht unbedingt zu tun. Lebt deine Oma noch? Nein, die ist auch tot. Die ist auch tot. Dein Opa ist vor 3 Jahren gestorben, sagst du. Mhm. Hast du ihn noch einmal gesehen? Nee, also ich habe gedacht, ich hätte ihn einmal gesehen, aber das war er dann doch nicht. Da hatte ich schon total Herzrasen und war
keine Ahnung, kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl, da war ich 15, 16 oder so. Mhm. Und ich habe ihn aber nicht mehr gesehen, Gott sei Dank, sonst hätte ich wahrscheinlich, wer weiß, mit ihm angestellt. Von wem hast du über seinen Tod erfahren? Von meiner Mutter, und die weiß es halt von meinem Vater. Ja, ja. Und als du das erfahren hast? Erleichterung. Jetzt wollte ich fragen, also ja. Erleichterung. Ich habe immer gedacht, der steht jeden Moment hinter dir oder irgendwann kommt er wieder. Selbst als ich mit meinen Freunden, also ich habe bis jetzt zwei feste Beziehungen gehabt, mit denen halt auch Geschlechtsverkehr hatte, da ich habe immer gedacht, das ist der irgendwie und es gibt halt total Probleme jetzt im Leben noch. Ja, klar, du bist also jede Beziehung geht wegen diesem Arschloch einfach in die Brüche und ich bin total verzweifelt schon, weil... Warst du denn danach mal in einer Therapie? Oder ja, warst du bis heute... Also ich war ein paar Mal in der Therapie, aber irgendwie hat mich das halt total zurückgeworfen in dem Leben. Also ich bin in der Schule schlechter geworden. Ich habe mir halt nur noch Gedanken darüber gemacht und erstmal begriffen überhaupt, was der da eigentlich mit mir alles gemacht hat. Mhm. Und ich habe es einfach nicht gepackt. Also ich habe es nicht durchgezogen lange. Das heißt, es gibt keine abgeschlossene Psychotherapie nach diesem, was ja sicher sehr sinnvoll wäre, das zu machen, Sandra. Ich stehe halt voll im Berufsleben, bin erfolgreich und habe alles eigentlich geschafft in meinem Leben, außer dieses Thema. Und ich drücke das einfach nur total von mir weg, weil ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. So, ich will das nicht vergessen. Ja, weil, weißt du, ich fände das ja auch durchaus okay, wenn dein Leben rundherum in Ordnung wäre. Da muss man auch nicht alles aus der Vergangenheit wieder hochholen. Aber wenn du das Gefühl hast, gerade wie du es erzählt hast, wenn du mit deinem Freund schläfst beispielsweise, dass das dann doch alles wieder hochkommt. Und dass es irgendwie Phasen in deinem Leben gibt, wo du einfach schlecht drauf bist. Ja. Dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass da vieles noch rumort den Tiefen in dir. Ja, das stimmt. Und das ist dann eigentlich die Entscheidung irgendwann, die du treffen musst, wie stark ist das doch noch tief in meinem Herzen und stört mein Leben. Und dann müsstest du etwas tun. Wie ist denn das jetzt aktuell in der Beziehung? Also ich habe aus dem Grund jetzt mit meinem Freund auch Schluss, weil das wieder nicht funktioniert hat. Ich habe ihm halt nicht oft genug Sex gegeben, weil ich das halt, wenn dann nicht so gut kann, ich brauche dann keinen Stress und ich muss dann entspannt sein. Ich kann halt nicht spontan Quickie machen oder so, das geht halt bei mir alles nicht. Und dadurch hat er dann halt irgendwie, glaube ich, haben wir die Beziehung dann irgendwie beendet. Aber das ist ja auch ein Indiz, wenn dann Beziehungen und wenn Lieben dadurch kaputt gehen, weil da noch so vieles im Argen ist, wäre das ja vielleicht schon noch eine Motivation, ein Grund zu sagen, ich gehe nochmal diesen vielleicht auch erstmal beschwerlichen Weg, wobei der vielleicht gar nicht mehr so beschwerlich für dich ist, weil du schon so viel drüber nachgedacht hast und so viel artikuliert hast und jetzt das ja auch völlig klar und selbstbewusst erzählst. Gut, das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einer Therapie, wenn wir beide uns hier unterhalten, aber du könntest auch viel verhaltener darüber sprechen und viel ängstlicher, das tust du ja nicht. Du hast dich ja schon oft genug wahrscheinlich damit selbst konfrontiert, was da passiert ist. Wahrscheinlich auch mit allen Details. Ja, das stimmt schon. Ich wollte dich gerade noch zu dem Opa fragen, warst du mal am Grab auf dem Friedhof bei ihm? Nein. Das nicht? Ich weiß auch gar nicht, wo der beerdigt ist, um Gottes Willen. Das ist so, ich habe einfach nur extrem Hass in mir, weil er das, was er mir angetan hat an sich, dieses Sexuelle oder so, das merkt man eigentlich gar nicht. Also das ist gar nicht so das Schlimme, sondern das Seelische ist so schlimm, was halt so haften bleibt. So. Also ich finde immer, wenn er halt in mich eingedrungen ist oder wenn er mit seinem Messer irgendwelche Sachen gemacht hat oder, also er hat, oder mich angekettet hat oder so. Das habe ich gar nicht. Das war wie ein Trance. Der hat dich angekettet auch? Ja, also mehrmals. Ich kann auch nicht beim Sex haben, wenn mir einer die Handgelenke festhält oder so. Das geht bei mir überhaupt nicht. Dadurch. Ich würde dir sehr gerne jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Okay. Das kann ja nicht schaden. Du kannst ja aufhören, wenn du keinen Bock mehr hast. Außerdem geht es ja auch nicht darum, hier irgendeine Therapie am Telefon zu machen. Aber vielleicht kann die dir noch ein paar Tipps geben, wie du dich weiter verhalten solltest. Ja, das ist sehr nett. Von meinem Gefühl und aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, tu was. Wenn du sagst, ich habe noch so viel Hass in mir, der Hass zerstört dich. Und das ist der Kerl nicht wert, dass dieser Hass dich so weit noch die Jahre über zerstört. So wirkt er ja noch nach in dir und das muss unterbunden werden.
Es muss so weit kommen, dass er dir völlig gleichgültig wird irgendwann. Das ist natürlich ein großer Schritt und ein weiter Weg. Sandra, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Alles klar, danke schön. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Und hier ist Kirsten. Kirsten ist 42. Guten Morgen, Kirsten. Morgen. Hallo. Eine schlechte Leitung. Es brummt so ein bisschen, aber wir schaffen das schon. Ja. Kirsten, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Warum? Richtig, weil ich habe, glaube ich, das Gleiche mitgemacht, was meine Vorgängerin mitgemacht hat. Mhm. Wie alt warst du da? Den Anfang kann ich nicht ganz genau sagen. Ich weiß nur, dass es bis zu meinem 15. Lebensjahr passierte. Ungefähr angefangen mit 6, 7, 8 Jahren. Oh, die Leitung ist aber wirklich sehr schlecht. Ja, der Kollege hat eben schon probiert, aber irgendwo keine Ahnung, woher das ist. Es ist so ein permanentes Summen. Also bis zu deinem 15. Lebensjahr. Ja. Und wer war der Täter? Mein Stiefvater. Der Stiefvater. Der bei euch in, ihr habt in einer Familie gelebt. Wir haben in einer Familie gelebt, richtig. Mhm. Wie viele Leute waren in der Familie? Am Anfang waren ich nur 5 Geschwister. 5 Geschwister. Ja, und meine Mutter und er dabei. Mhm. Hat er das mit den Geschwistern auch gemacht? Nein. Nur mit dir? Ja. Wie kam das? Die Vorgeschichte ist einfach, ich weiß, dass es bei meiner ältesten Schwester versucht, aus einer normalen Art und Weise Sex zu kriegen. Und sie hatte sich natürlich gewehrt. Sie war damals, jetzt muss ich sagen, 16, 17. Mhm. Und da hat er nichts erreicht. Ja. Und dann hat er es irgendwo dann bei mir versucht gehabt. Mhm. Und die anderen, das waren Jungs oder waren die kleiner? Oder? Nein, meine andere Schwester war schon in Freundschaft gewesen. Und die anderen waren Jungs. Ja. Mhm. Hat deine Mutter davon was mitbekommen damals? Nein, er hat immer Zeitpunkte abgepasst, wo sie nicht da war. Und hat er dir gedroht, das haben wir gerade gehört, auf die schlimmste Weise, wenn du was sagst, dann passiert das und das? Nein, er hat mir gar nicht gedroht. Im Gegenteil, ich habe mich selber schuldig gefühlt gehabt. Hm. Kannst du es erklären, wie dieses Gefühl zustande kam damals, dieses Schuldgefühl? Ja, das ist durch eine ganz blöde Situation entstanden, weil ich, ja, ich sag mal, heute sehe ich das mit ganz anderen Augen, aber als Kind damals nicht. Es war am Anfang, wie er ist ganz vorsichtig angefangen, sag ich mal, sich eingeschleimt hat. Mhm. Und es ist angenehm, wenn du dann als Kind gestreichelt wirst. Mhm. Und irgendwann hatte ich den Punkt dann erreicht, wo ich keine Kraft hatte mehr, mich zu wehren dagegen, weil ich wusste nicht, was auf mich im Prinzip zukam, aber ja. Ich wusste, dass es verboten war. Mhm. Ich muss mal meine Regie fragen, ob wir das mit dem Summton weitermachen können. Ich höre das sehr laut auf meinem Kopfhörer, aber ich höre, draußen klingt es nicht so doll wie bei mir. Wie kam es dann, Kirsten, dass es mit 15 zu Ende war? Ich hatte mich dann versucht zu wehren. Mhm. Und dann hat er mich an dem Abend nochmal richtig rangenommen und ab da hat er dann aber auch Abstand gehalten, weil er wohl merkte, dass es so jetzt nicht mehr weitergehen kann. Ah ja. Also er hat auch mit dir Geschlechtsverkehr ausgeübt? Ja. Mhm. Ja, beim letzten Mal allerdings richtig voll. Hast du dann irgendwann bald, nachdem es dann zu Ende war, mit deiner Mutter oder irgendjemandem drüber gesprochen? Nein, ich habe mit keinem darüber gesprochen, weil ich, wie gesagt, mich selber schuldig gefühlt hatte. Ja, wie alt warst du, als du zum ersten Mal gesprochen hast? Um die 22. Und wem hast du es dann zuerst gesagt? Ich war bei Reha-Maßnahmen und da hatte der Psychotherapeut gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmte. Mhm. Und daraufhin hat er mich angesprochen und dann habe ich da versucht, langsam von zu erzählen. Ja. Da warst du 22 Jahre alt. Ja. Ich gehe davon aus, dass zu der Zeit dein Stiefvater noch gelebt hat. Ja, der lebt auch heute. Der lebt heute noch. Hast du es denn dann bald deiner Mutter gesagt? Nein, ich habe es einer meiner meiner Brüder gesagt und entweder hat der es ihr gesagt oder sie hat es gehört und hat mich darauf angesprochen. Mhm. Und wollte mit ihm dann darüber sprechen, nur ich weiß, wie er reagiert und das hat überhaupt keinen Sinn, weil er wird das sowieso alles ablehnen. Mhm. Und dann wurde das im Prinzip so hinausgestellt, ich war in Reha-Maßnahmen, weil ich eine schwere Kopfoperation hatte und musste alles wieder lernen, reden und sprechen. Ja. Und dann wurde es darauf die Schuld geschoben, dass ich das erfinden würde. Ach so, dass du das dir ausgedacht hättest? Ja. Mhm. Aber das muss doch für dich besonders bitter gewesen sein. Also deine Mutter hat das dann auch so gesehen? Ja. Sieht sie das bis heute so? Ich glaube nicht, weil ich habe zwei
Kinder, zwei Mädchen. Mhm. Und sie weiß, dass ich nicht mit den Kindern zu ihr hinkomme. Mhm. Und dass sie da schon gar nicht schlafen dürfen. Mhm. Das weiß sie und sie fragt auch nicht. Das heißt, sie ist mit diesem Mann immer noch zusammen? Ja. Dieser Mann ist nie belangt worden? Nein. Ist nie angezeigt worden, nie verurteilt worden? Nein. Bist du sicher, dass er nicht weiter mit anderen Kindern Ähnliches tut? Ich weiß nicht. Ich habe immer Angst gehabt. Meine Schwester ist dann in das Haus auch gezogen, wo die wohnten, mit ihren Kindern, mhm. Tochter und Sohn. Und ich habe vor meiner Nichte immer so ein bisschen Angst gehabt, dass da was passiert ist oder nicht. Hast du denn die Schwester, ist die Schwester eingeweiht? Nein, die habe ich Jahre später, habe ich da mal von erzählt gehabt. Mhm. Warum bist du da so vorsichtig mit der Familie, die richtig einzuweihen? Weil du Angst hast, dass die dir nicht glauben, oder? Die haben mir nicht geglaubt. Das hat sich durch einen ganz doofen Zufall hat sich dieses ergeben, dass sie mich darauf angesprochen hatten. Mhm. Mhm. Weil unser Stiefvater hat es auch mit meiner Ältesten versucht, aber auf eine andere Art und Weise und das wurde abgelehnt. Und das hat sich dann durch Alkohol, wo sie Alkohol getrunken hatten, irgendwie so ergeben, dass sie sowas mal erwähnt hat. Und da hat mein anderer Bruder, mit dem ich gesprochen hatte, das dann mitgekriegt. Ja. Hat dann gesagt, Moment mal, ich habe von Kirsten auch was gehört, lass ja. uns das dann mal rüber reden. Also der Bruder ist da schon, der ist der Offene und der glaubt dir? Ja, der mhm. glaubt mir, ja. Mhm. Mhm. Und da haben wir darüber gesprochen, ja gut, ich sag mal, meine Geschwister glauben mir jetzt inzwischen auch, aber... Ja. Das Ganze bringt es eh nichts, wenn ich jetzt... Ja, du sagst, du fährst auch mit deinen Kindern nicht dort zu denen in die Wohnung. Nein, das ist nur dann, wenn Geburtstag ist, sonst nicht. Aber dann fährst du schon hin? Notgedrungen, ja. Notgedrungen, das heißt, du guckst diesem Schwein in die Augen? Nein, dran vorbei. Dran vorbei, aber du sitzt mit dem am Kaffeetisch. Musst du dann ja, ne, beim Geburtstag. Ja. Boah, wie hältst du das aus? Warum tust du das und warum fährst du da überhaupt hin? Weil es meine Mutter ist. Ja, aber die Mutter schützt dich ja auch nicht. Die glaubt dir ja auch nicht. Das ist richtig. Das finde ich ja im Nachhinein auch so schlimm, wenn dann die Mütter sich nicht intensiv, sie hätte sich ja sofort dann intensiv mit dir auseinandersetzen müssen und fragen und das abzutun, dass es ein Nebeneffekt deiner Kopfoperation ist, ist doch eine schwere Verletzung weitere Seelenverletzung für dich, finde ich. Das ist richtig. Aber ich denke mal, es ist auch nicht einfach für eine Mutter mit 6 Kindern einen neuen Partner zu finden, damals. Ja, das mag ja sein, aber das entschuldigt gar nichts. Das entschuldigt gar nichts. Wenn so etwas passiert, muss eine Mutter wie eine 1 neben ihren Kindern stehen, finde ich. Ich wollte dich gerade noch fragen, du hast gesagt, du hast eine schwere Kopfoperation gehabt. Was war da los? Ich hatte so einen Blutschwamm, so ein Angiom. Ach so, das stand aber in gar keinem Zusammenhang mit der Vergangenheit. Nein. Gar nicht. Mhm. Nein. Mhm. Und wie ist es, kommt dieser Mann und deine Mutter auch bei Geburtstagen zu euch nach Hause, zu dir? Nein. Ach, das nicht? Nein. Das ist schon lange vorbei. Das hast du geklärt, also er kommt nicht in deine Wohnung? Nein. Mhm. Redest du denn überhaupt gar nichts mit ihm, wenn du da auf einem Geburtstag zum Beispiel bist? Ganz wenig. Mhm. Ich will das den Kindern gegenüber auch nicht so auffällig machen, aber ich rede so gut wie gar nicht. Wie alt sind deine Kinder? 9 und 12. Fragen die nicht? Das merken die ja auch, dass da irgendwas nicht stimmt zwischen Opa und Mama und so. Da wir sehr wenig Kontakt haben, merken sie das nicht, nein. Merken sie es nicht. Mhm. Hast du denn nach all diesem Horror, was dir passiert ist, dann später, nachdem es ausgesprochen wurde, hast du dich behandeln lassen von einem Arzt, einem Psychologen? Ich war eine längere Zeit in psychologischer Betreuung gewesen, ja. Würdest du sagen, dass es gut für dich war, dass du das gemacht hast? Auf jeden Fall, dass ich das für mich selber verarbeiten konnte, ja. Mhm. Das heißt, du kannst es jetzt eher für dich einordnen und kannst jetzt damit besser leben als vorher? Ja. Mhm. Ja. Liebe Kirsten, die Sendung geht zu Ende. Die Musik hörst du im Hintergrund. Möchtest du auch vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, biete ich dir sehr gerne an. Und dann bitte ich dich auch aufzulegen und die Anja ruft dich gleich an. Und ich hätte gerne ein Foto von dir. Ein Autogramm, ja. Dann sagst du der Anja gleich auch noch deine Adresse und dann schicke ich es dir sehr gerne. Ja, danke. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Das war unsere Sendung. Jemand zu.
zwingt mich. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Dann, wie immer, freitags mit einer freien Themennacht, einer offenen Sendung. Ich wünsche euch eine